Gamescom und wir sind hier bei Panic Mode und mit mir ist hier Florian Frankenberger. Hallo Florian, ja schön, dass du da bist. Bitte? Freut mich, dass ihr hier seid. Ja, genau. Was habt ihr hier Schönes zu zeigen? Also wir haben hier unser Spiel Panic Mode, das im Prinzip einen zum Krisenmanager macht. Genau. Ja, dann zeig mal. Ich bin ganz gespannt. Schon mal, fängt schon mal mit Karte an und mit Pi. Das ist Kuchen oder 3,14. Genau, ich zeige euch am besten gleich mal eins von den späteren Leveln, weil wahrscheinlich ist das Tutorial nicht ganz so interessant am Anfang. Genau, wo gehen wir hin? Wir gehen hier hin in die Corporate Lounge. Genau, also wir fahren jetzt dahin und versuchen hier die Krise zu managen. Wir haben zwei Phasen in unserem Spiel. Die erste Phase ist die Planungsphase. Das heißt, wir sehen jetzt hier unser Gebäude und wir sehen hier unsere kleinen Pammies. Ja, und die sind nicht so intelligent und das Problem ist, die müssen irgendwie raus aus dem Gebäude. Und es wird jetzt hier gleich eine Katastrophe passieren. Und zwar werden diese Dinger hier Feuer fangen und dann müssen sie irgendwie raus. Das weißt du, weil die so verdächtig gelb leuchten und die Tür offen steht und da ein Feuer drin ist? Das lernt man ein bisschen, indem man halt einige Level spielt. Wir haben auch schon Feedback gekriegt, möglicherweise machen wir das noch, zeigen wir es noch an. Man kann hier quasi auch schon einfach direkt starten und dann sieht man schon, okay, es geht schon los, hier brennen die Sachen schon und dann kann man jederzeit ja wieder zurückgehen, sozusagen in diesen Planungsmodus. Also da gibt es auch keine Penalty, wenn man da reingeht und wieder rausgeht. Das heißt also, das kann man einfach machen, aber wahrscheinlich werden wir es noch irgendwie highlighten. Also das Spiel ist ja noch im Early Access, das heißt, wir fixen noch ein paar Bugs tatsächlich oder ein paar unschöne Sachen. Wir schleifen noch die Ecken rund quasi. Gut, also wir haben gleich ein Feuer, was ausbricht und wenn wir nichts tun, dann bleiben die Leute einfach sitzen und gehen alle tot. Genau so ist es. Und deswegen müssen wir irgendwas tun. Und die Frage ist, was tun wir? Und wir haben halt hier verschiedene Sachen zur Verfügung. Wir haben hier so einen kleinen Wasserwerfer, den Uber Soaker. Wir haben hier so ein kleines, so ein Garden Sprinkler, der aufgeht quasi. Einen Speaker. Der im Prinzip, den können wir manuell aktivieren, dann laufen die Pammies aus dem Raum raus, in dem der Speaker ist und wir haben hier solche Rauchalarm-Dinger, also Feuermelder im Prinzip, die gehen durch den Feuer, also durch den Rauch an tatsächlich. Wir simulieren Feuer und auch Rauch und Hitze und Wasser, also wir haben im Prinzip alles wird simuliert tatsächlich, also einigermaßen realistisch sogar. Genau, jetzt können wir einfach mal sagen, okay, also jetzt wird jetzt hier das Feuer ausbrechen, also vielleicht hauen wir jetzt mal hier so einen Feuermelder hin, vielleicht hauen wir auch hier noch so einen Feuermelder hin. Und vielleicht hauen wir auch noch hier so einen Feuermelder hin. So. Und dann können wir jetzt hier auch noch sagen, okay, was machen wir? Was wird wohl passieren? Also es wird wahrscheinlich alles abbrennen. Das heißt, vielleicht machen wir hier noch, die Pammies werden also hier so rauslaufen. Vielleicht machen wir jetzt hier noch so einen Sprinkler hin. Damit der Fluchtweg noch nicht so doll brennt oder sie ein bisschen nass werden. Genau, damit sie halt nicht gleich abbrennen, die armen Pammies. Genau, und dann können wir halt hier noch diese Uber Soaker irgendwo aufstellen. Wieso heißen die Pammies? Wir hatten überlegt, wie sie heißen sollen und dann sind wir auf die Idee gekommen, weil das Spiel heißt ja Panic Mode, also haben wir überlegt Panic Modies und die Abkürzung ist dann Pammies. Also so sind wir drauf gekommen. Genau. Gut, und dann können wir im Prinzip die Simulation starten. Da gehen wir hier einfach drauf, Run Protocol. Und dann geht's los, dann sehen wir, wie das Feuer sich hier ausbreitet im Prinzip. Also hier haben wir auch offenbar noch ein Wasserleck, das auch noch eine Rolle spielt. Aber das ist ja jetzt in dem Fall eigentlich eher gut, oder? Oder trinken die auch gleich? Genau, das ist auch gut in dem Fall. Genau, sie laufen jetzt auch alle raus. Seht hier, die ganzen Alarme haben ausgelöst. Eigentlich haben wir, das Level ist eigentlich relativ simpel, muss man ehrlich sagen. Ist auch noch eins der Trainingslevel. Genau, und das haben wir jetzt im Prinzip alle gerettet. Jetzt haben wir hier noch eine Bonusmission, also Bonus-Objective, die haben wir jetzt nicht geschafft. Dass wir nur Smoke-Alarm und Uber-Soaker benutzen. Das ist dann ums nochmal, dann wird es deutlich schwieriger, wenn man das nur machen möchte. Genau. Okay, im Moment klang es ja so, die laufen alle raus und es war noch easy. Genau, das war jetzt noch eins der einfacheren Level. Wir können jetzt mal gucken, was wir jetzt noch so angucken könnten. Zum Beispiel Factory Office. Ja. Genau, sehen wir wieder unsere Pammies sind unterwegs. Das ist ja auch eine spannende Levelauswahl. Hat man schon mal so schöne Stadt, kannst du gucken. Aber man überlegt sich irgendwie, in welchem District hieß es, in welchem Stadtviertel man spielen will. Und die haben mal irgendwelche Gemeinsamkeiten. Genau, also sie haben ein gemeinsames Thema, was die Level angeht. Die haben auch so ein bisschen gemeinsames Color-Schema. Also wir sehen jetzt hier, das ist alles so ein bisschen bläulich und gelb. Also daran kann man das sehen. Also im Prinzip sind die halt thematisch zusammenhängend. Also man muss dazu sagen, auch in der Pammy-Welt gibt es eben diese Firma, die Pumperumple Industries.
Und das ist die einzige Firma auf dem Planeten der Permis und die stellen alles her. Also alles. Die fehlerhaften Kühlschränke bis hin zu den ganzen Tools, die wir jetzt hier quasi benutzen, die nicht so gut funktionieren. Also in Anführungszeichen nicht so gut funktionieren, die halt im Prinzip eigentlich für andere Sachen gemacht wurden und die wir jetzt hier als Krisenmanager einsetzen dürfen. Genau, also jetzt haben wir hier zum Beispiel haben wir hier ein explodierendes Fass. Wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht genau, wo das Feuer ausbricht. Können wir mal reingucken. Genau, hier bricht das Feuer aus. Okay, also wir haben jetzt hier verschiedene, genau, hier sind auch schon Fässer, das heißt, die explodieren. Hier haben wir so ein paar Steckdosen, die quasi defekt sind und die brennen dann ab. Ja, mach einfach die Tür zu und dann ist gut. Genau. Das geht leider nicht. Wir können die Tür nicht schließen. Deswegen ist auch, es ist im Prinzip auch ein Puzzlespiel. Du musst also rausfinden, was genau musst du tun, damit die Permis nicht in ihr Verderben laufen. Genau, also wir können jetzt zum Beispiel hier mal diese dickere Super Soaker irgendwo reinstellen. Beziehungsweise, genau. Kann man damit dann das Feuer auch einfach löschen? Wenn das Feuer noch klein genug ist, kann man es damit komplett auskriegen, das ist richtig, ja. Aber das Ding passt halt jetzt hier leider nicht in den Raum rein. Ah, wobei, wir könnten es hier reinpacken. Wäre mal interessant zu sehen, was dann passiert. Dann haben wir hier noch so ein paar Mülleimer, damit können wir das Feuer quasi gezielt in irgendeine Richtung lenken. Mülleimer, Feuer in eine Richtung lenken. Ja, genau, also das ist so, wie gesagt, das sind jetzt keine, die Firma stellt nichts Spezielles her, so wertvoll sind die Mitarbeiter jetzt auch wieder nicht, sondern wir müssen jetzt quasi nehmen, was da ist. Da sind halt solche Recycling-Bins quasi auch ganz praktisch, um vielleicht das Feuer irgendwo anders hinzulenken, damit die Mitarbeiter noch rauskommen. Aber das macht doch einfach mehr Feuer. Das ist richtig, ja genau. Aber das Ziel ist ja, die Permis zu retten. Dass Sachen abbrennen, naja. Okay, ja, wenn das dabei, also wenn noch mehr Feuer hilft, die Leute zu retten, dann gerne. Vorstellung ist bei mir noch etwas schwierig. Es sei denn, damit blockiert man dann einen bestimmten Weg oder wie ist das gedacht? Genau, also damit kann man, also man kann entweder den Weg blockieren, man kann aber eben auch Rauchmelder auslösen zum Beispiel. Also wir haben ja hier Rauchmelder, beziehungsweise, nee, hier haben wir, hier würde ich jetzt mal einen hin, beziehungsweise hier ist auch schon einer, genau. Also hier ist ein Rauchmelder und der löst ja nur aus, wenn wir Rauch haben im Prinzip. Und um den Rauch dahin zu bringen, manchmal gibt es halt schon welche, die vorplatziert sind. Und um den Rauch dann dahin zu bringen, müssen wir halt das Feuer möglicherweise in die Richtung lenken, bevor es halt in die Richtung geht, wo die Permis sitzen oder stehen. Okay, ja, jetzt gibt es ja schon ein paar Ventilatoren, die helfen dabei bestimmt auch schon Rauch zu verteilen. Genau, richtig. Deswegen, die kann man auch in anderen Leveln kann man die auch platzieren. Dann, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben den Rauch dann dahin zu lenken. Genau, jetzt können wir einfach mal gucken, was so passiert. Ich starte das Spiel jetzt einfach mal. Genau, Sie sehen, es bricht hier das Feuer aus. Der Permi sitzt hier noch ahnungslos auf der Toilette. Jetzt können wir hier mal den Speaker anmachen, dass er evakuiert wird. Vielleicht hier dieses Ding noch an. Achso, das geht auch manuell, also da müssen wir nicht unbedingt warten, bis der Rauch da ist. Genau, nicht alles ist... Moment, der ist noch eingesperrt, deswegen läuft er jetzt da rum. Genau, können wir jetzt hier die Tür aufmachen, dann geht die Tür zu. Also wir haben auch immer so Türpaare, die man dann auf- und zumachen kann. Genau. Aber jetzt hast du es tatsächlich geschafft, das Feuer ist gelöscht und eigentlich ist erstmal alles gut. Das stimmt, aber jetzt haben wir das Problem, dass diese Permis nicht rauslaufen. Also das Ziel ist immer, die Permis zu evakuieren. Auch wenn das Feuer im Prinzip gelöscht ist, aber der Sinn des Spiels ist immer, die Permis rauszubringen. Okay, verstehe. Ja, dann brauchen wir natürlich manchmal einen Mülleimer mit Zusatzfeuer. Genau, da müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen, dass die auch noch rauslaufen, weil wir müssen 5 Stück safen. Und wir haben jetzt im Moment nur 3 gesaved, die wir hier oben sehen. Genau, das heißt, wir könnten jetzt hier noch gucken, dass wir das Feuer vielleicht nicht gleich killen. Gut, ja, das kriegen wir hin. Mehr Feuer kriegen wir bestimmt ganz problemlos hin. Ich bin da guter Dinge. Genau, also vielleicht können wir das jetzt mal hier so ein bisschen in die Richtung lenken. Schauen wir mal, was sich tut. Und vielleicht wollen wir dann die Permis so ein bisschen hier noch so ein bisschen abspritzen, damit die dann nicht weiter brennen. Können die da dran vorbeigehen an dem Ding, wenn sie den Gang lang kommen? Wie bitte? Schaffen die das, an dem Gang vorbeizugehen hier, bevor der Soaker, also schaffen die das an dem Ding vorbei, an dem Soaker vorbei? Ich glaube, der blockiert das jetzt. Ja, jetzt haben wir natürlich den hier, der hier durchläuft. Das ist natürlich jetzt nicht ideal, ich gebe es zu. Aber er schafft es, er überlebt. Er scheint es zu schaffen. Genau, jetzt schauen wir mal, ob das hier auslöst noch. Ja, dann sehen wir auch hier das Ding im Einsatz. Ja, der Rauch kommt immer näher und näher an den Ventilator, aber ja, jetzt geht was. Genau, jetzt laufen sie raus. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Oh ja, Rauch ist auch nicht so gesund, ne, scheinbar. Das scheint dir auch nicht zu stören, weil brennen tut es an der Stelle eigentlich noch nicht.
Nee, Rauch ist auch nicht so gesund, das stimmt. Tatsächlich nehmen sie auch Schaden, wenn zu viel Rauch da ist. Aber sie haben es geschafft, also das sieht gut aus. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Also ist jetzt aber mehr so ein Spaßspiel für zwischendurch, ne? Die Level sind eher in ein paar Minuten immer zu schaffen, oder habt ihr noch so richtig große Level, für die man ganz lange braucht? Also die Level werden immer schwieriger mit der Zeit, also wir haben so eine Level-Progression drin. Tatsächlich ist es aber ein Casual-Spiel, also wir wollen jetzt nicht, dass jemand da jetzt 2 Stunden oder so rumtüfteln muss, das nicht, genau. Also wir können es mal gucken, ich gucke jetzt gerade, welches ist ein gutes Level? Vielleicht das hier, Hot Date. Klingt schon mal gut. Genau, das ist ein bisschen komplizierter, das Level tatsächlich ist auch größer, das sieht man schon. Genau. Das Problem ist jetzt hier, dass die Pammies hier hinten im Prinzip, also wir können mal kurz starten, um zu sehen, was passiert. Also hier hinten bricht natürlich schon mal Feuer aus, in der Küche natürlich auch. Und die können halt hier nicht direkt rauslaufen. Die müssen halt hier diesen ganzen Parcours im Prinzip hier durch, bis sie im Prinzip hier rauskommen. Und das Problem ist jetzt auch hier, dass wir hier so einen defekten Kühlschrank haben. Und da tritt halt jetzt Kälte aus und wir sehen also hier auch Wasser und dadurch haben wir jetzt hier eine Eisbildung. Und wenn die jetzt da durchlaufen, und das werden wir dann gleich sehen, dann bleiben die da stecken. Also sie rutschen nicht aus und fliegen hin, sondern sie frieren fest. Genau, das ist es. Und wir wollen sie ja evakuieren, sonst kommen sie ja nie raus. Das ist genau. Also wenn wir nichts machen, brennt im Prinzip einfach nur alles ab. Und dann muss man, um das zu verhindern, die entweder woanders lang schicken oder da mehr Feuer machen, damit es nicht einfriert. Genau. Oder sie halt alarmieren vor allem. Also die Pammies sind ja auch ein bisschen doof. Die machen nichts, solange sie keinen Alarm kriegen. Weil das sind halt gute Mitarbeiter, die bleiben natürlich einfach an ihrem Posten, solange bis ihnen jemand was anderes sagt. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir... Also wir können jetzt hier zum Beispiel den Alarm platzieren. Ja. Ja, wir kommen schon so ganz allmählich in Richtung der Ende der Zeit. Einen kurzen Moment haben wir noch. Wenn du noch was Spannendes zeigen kannst, dann gerne. Ja, ich kann noch schnell was zeigen. Moment, dann gehen wir vielleicht noch in ein anderes Level. Ich kann auch schnell den Bomberator zeigen, der ist immer sehr beliebt. Was für ein Ding? Der Bomberator. Das ist quasi eine riesige Bombe, das wirst du das gleich sehen. Okay, der gibt uns jetzt hier noch ein paar Instruktionen. Im Prinzip ist das hier, in dem Level geht es darum, eine moralische Entscheidung zu treffen. Retten wir den Boss oder retten wir die Belegschaft? Beide können wir nicht retten. Gibt der Boss denn extra Punkte, weil der so wichtig ist? Ja, der gibt extra Punkte, richtig. Aber moralisch halt nicht. So, und da haben wir jetzt hier diesen Bomberator. Damit können wir jetzt im Prinzip, also dieses Ding hier platzieren und so ein bisschen die Wände einreißen. Das ist so ein bisschen so ein Übertool. Können wir jetzt mal hier so, genau, also hier bricht jetzt Feuer aus. Hier ist natürlich das Rettungsshuttle vom Boss. Und hier können wir jetzt den Bomberator auslösen. Und der fliegt halt jetzt durch alles durch. Außer die Außenwand, wobei das jetzt tatsächlich ein Bug ist. Das, okay, aber wir wissen, was passieren sollte. Genau, er sollte eigentlich noch explodieren. Ich weiß jetzt nicht, warum er es nicht tut, aber das ist wahrscheinlich der Vorführeffekt. Wo gibt es das Spiel? Aktuell gibt es bei Steam, Early Access. Wir haben auch während der Messe 70% Rabatt sogar. Großzügigerweise, ist ja nur diese Woche. Genau, kann man sich schon holen. Okay, ja, müssen wir schauen, ob das Video rechtzeitig dafür rauskommt, dass das noch jemand mitnehmen kann, aber falls ja, geht der Ruf danach raus. Wann glaubt ihr, dass ihr Early Access fertig habt und die Bombe durch die Wand geht? Also der Plan ist eigentlich in Q1 2023 soweit zu sein, vielleicht Q2. Wir würden es auch gerne noch für Konsole rausbringen oder Mobile, aber eigentlich Konsole, also so Switch oder sowas fänden wir, glaube ich. Also Switch stelle ich mir noch ganz gut vor mit Touchscreen, ansonsten Konsole, so PlayStation mit dem Controller stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor. Ja, eben, Switch, also vor allem Switch eigentlich, genau, da sind wir jetzt gerade auch, gucken wir gerade, dass wir es da hinbringen können. Okay, ja, auf jeden Fall soweit, cool zu sehen, da müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Letzte obligatorische Frage, dürfen wir das aufgezeichnete Interview und das aufgezeichnete Gameplay auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen? Ja, natürlich, klar dürft ihr es veröffentlichen und danke, dass du da warst. Vielen Dank.